Eine Gruppe ist in der DDR Unrecht erfahren, die viele Menschen gar nicht auf dem Schirm haben. Das sind die Vertragsarbeiter, die hier waren, über 90.000 aus Angola, Mosambik, Vietnam, anderen Ländern. Und viele sind gleich nach der Wiedervereinigung abgeschoben worden, um ihren Lohn geprellt, Sozialleistungen sind nicht da. Auch während der DDR-Zeit ghettoisiert worden, schwangere Frauen gleich abgeschoben. Das haben jetzt nochmal 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammengestellt in einem offenen Brief, der mir auch nochmal die Augen da geöffnet hat, und fordern Entschädigung. Und ich schließe mich dieser Forderung nach Gerechtigkeit ausdrücklich an. Gefreut hat mich, als ich gelesen habe, dass Pakistan bereit ist, Indien zu unterstützen im Kampf gegen die Pandemie und Atmungsgeräte und technisches Personal schicken will. Zwei so verfeindete Länder, bis Atomwaffen hochgerüstet, und jetzt bricht da Menschlichkeit auf. Das finde ich großartig. Das macht mir Hoffnung. Im Übrigen, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.